Hey Leute und willkommen zu endlich einer verdammt lang her ist es einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Das ist so unglaublich lange her, Leute. Ich weiß nicht, also ich habe eine mega lange Winterpause gehabt. Wir reden einfach nicht drüber. Ich fange wieder an und ich verspreche euch, es werden Folgen kommen. Ich schwöre es, hoch und heilig. Und heute kommt schon mal eine mega spannende Folge. Ich bin null eingespielt, aber ich spiele Champions League gegen Brügge in der Gruppenphase. Können wir gleich nochmal auf die Tabelle gucken. Und gegen Dortmund das Derby quasi oder das deutsche El Clasico, wie auch immer ihr das wollt, zu Hause in der Allianz Arena. Ich habe Angst. Wir gucken mal auf die Tabelle und sehen, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir jetzt hier gegen Club Brügge gewinnen. Denn wir sind nicht auf Platz 1, wir sind auf Platz 2. Wenn wir gegen Club Brügge jetzt gewinnen und Dynamo Kiew nicht gewinnt gegen Ajax, also ein Unentschieden oder eine Niederlage, sind wir sicher weiter, weil dann hätten wir 9 Punkte und es sind nur noch dann eben nur noch 2 Spiele zu spielen und wir hätten dann circa 7 Punkte oder 8 Punkte Abstand auf die unter uns. Ja, das können sie dann logischerweise nicht mehr einholen. Allerdings spielen wir ja auch nochmal gegen Dynamo Kiew und Ajax. Ich will am besten alle 3 Spiele gewinnen, um auf Platz 1 wiederzukommen, weil was soll das denn hier? Ich habe eine bessere Tordifferenz und so, aber Ajax hat mich offensichtlich geschlagen. In die Bundesliga können wir auch mal blicken. 5 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage tatsächlich. Also gut, vor allem auch mit 21 geschossenen Toren. Aber noch nicht so, dass ich sage, wow. Ja, also klar, es sind jetzt nur 8 Spiele, die wir gespielt haben. Und jetzt gleich gegen Dortmund oder so, das wird schon ziemlich schwierig. Wenn wir jetzt gegen Dortmund zum Beispiel verkacken, dann werde ich sicherlich von Hoffenheim überholt. Also ich habe echt lange nicht mehr gespielt, deswegen frische ich das jetzt so ein bisschen auf. Aber ich bin gar nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. 6-2 gegen Freiburg, also heißt, wir stehen in der nächsten Runde des Pokals. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Und an sich läuft es ja auch nicht schlecht. Aber würde mir ja gerne mehr Power wünschen. So, dann schauen wir mal kurz in die Aufstellung rein für das kommende Spiel. Ich lasse mal Cuisson spielen, habe ich schon vorhin gesehen, dass der einen Balk nach oben hat. Wir müssen auch ein bisschen darauf gucken, dass wir natürlich gleich gegen Dortmund spielen, was eigentlich vom Spielplan echt beschissen liegt. Und unbedingt, Leute, ganz, ganz wichtig, schaut bei meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich habe mir nämlich neuerdings jetzt einen Twitch-Kanal zugelegt. Da wird es in nächster Zeit viel geben. Und je nachdem, wann dieses Video online kommt, kann es sein, dass wir gestern schon gestreamt haben, ja, mit Jan zusammen. Aber ich weiß nicht genau, wann dieses Video hier online kommt, also irgendwie sowas um den Dreh. Naja, auf jeden Fall wünsche ich mir viel Glück, wird ein spannendes Spiel, Party. Also an sich will ich hier einen Sieg. Wie der zustande kommt, ist mir egal. Ob es jetzt ein dreckiges 1-0 ist oder ein Tor mehr oder durch irgendeinen cooler Ball, das ist mir scheißegal. Aber gegen Dortmund, die will ich zerstören. Deswegen muss ich mich hier jetzt halt ein bisschen einspielen eigentlich in diesem Spiel. Das sieht nicht gut aus, Ulreich. Ganz stark. Das sieht noch schlimmer aus und diesmal geht der Ball daneben. Jetzt kommen wir ins Schwimmen. Bisher waren wir schon die spielbestimmende Mannschaft, haben aber noch nicht so gefährliche Torchancen gehabt. Aber das war jetzt zweimal richtig gefährlich. Nur noch Fehlpässe jetzt aktuell. Ich komme nicht mehr richtig raus. Die machen richtig Druck. Komm, das war gut! Und Perisic mit rechts. Fuck. Das war jetzt die erste Chance nach 20 Minuten Druck von Brügge, das ist schon echt schlecht. Was wir in der ersten Halbzeit hier gemacht haben, da bin ich absolut nicht zufrieden mit meiner Mannschaft. Oder mit mir. Aber das war die erste Hälfte. 0-0. Verrückt. Natürlich ein bisschen mehr, aber nicht gefährlich, nicht gut genug. Ah! Es gibt Elfmeter! Es gibt Elfmeter! Das ist dieses hässliche Tor, das ich vorhin angesprochen habe. Wenn ich den reinmache, dann nehme ich das gerne mit. Das ist natürlich, ich habe selten Elfmeter geschossen. Und das war auch sehr strittig.
Oh, und mit Müller, ich habe ja nicht mal Lewandowski jetzt. Wir probieren es einfach mit meiner Taktik unten und fest. Flach und fest und der springt in die falsche Ecke. Thomas Müller 1-0. Auswärts machen wir gegen Club Brügge in der 49. Spielminute endlich das 1-0. Aber durch einen Elfmeter, nicht durch gutes Spielen, durch was auch immer. Aber wichtig ist es natürlich, das habe ich ja gerade gesagt, es ist egal wie in diesem Spiel, Hauptsache gewinnen. Komm an, holt sich den Ball! Müller, schön, Müller, renn, Müller! Ganz, ganz stark, Müller! Nein! Das kann nicht sein, den muss ich doch machen. Müller hat das so, so wichtig und so gut gemacht einfach. Dann ist das hier die Entscheidung und er tatzt einen halben Meter nicht mal am Tor vorbei. Nochmal nach vorne, das sieht gut aus, das sieht gut aus, die Minute rattert. Müller, die Minute rattert weiter, Müller wird der Ball abgenommen, es ist vorbei. Ja, 1-0 und es sieht so aus, als hätte auch Kiew das Ganze nicht geschafft und damit sind wir in der ersten K.O.-Runde. Genauso wie ich es gesagt habe, nicht so schön durch den Elfmeter, nur zwei Schüsse aufs Tor, was zur Hölle. Uiuiui. Ja, Ajax prügelt Kiew mit 4-0 weg. Für Tordifferenz natürlich nicht so cool, falls ich dann gegen Ajax gewinnen sollte und punktgleich mit Ajax dann bin, dann zähle ich natürlich die Tordifferenz. Und meine ist zwar nicht schlecht, 6-7 jetzt, ne, aber mit den 4 Toren haben sie jetzt einiges wieder gut gemacht. Naja, egal, nichtsdestotrotz sind wir durch und sind auf jeden Fall in der ersten K.O.-Runde. Das freut mich. So, wir haben Angebot bekommen für Jerome Boateng. Atletico Madrid will ihn kaufen für 14,4 Millionen. Wir könnten natürlich noch erhöhen. Aber ihr könnt einfach mal reinschreiben. Also, Ulrich will ich nicht verkaufen. Ihr könnt einfach mal reinschreiben in die Kommentare bis zur nächsten Folge, ob wir das machen sollen. So, im nächsten Spiel spielt er auf jeden Fall nicht. Die Fitness ist bei ihm nicht so am Start. Einige natürlich mit diesen pulsierenden Pfeil nach oben, das ist richtig nice, das freut mich. Und einige auch wieder fit, also so ziemlich alle. Nur Alaba, das ärgert mich, der hat keinen pulsierenden Balken und auch einen Balken nach unten. Aber ich habe halt keinen Linksverteidiger. Hernandez, naja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Ich lasse Alaba einfach spielen, das wird schon irgendwie hinhauen. Bayern Dortmund, das ist natürlich das Spiel der Spiele. In München spielen wir. Was ist das für ein Torwart? Können wir dem ein paar reindonnern? Ist das Hit? ETF. Ich habe ziemlich viel Angst, weil das Spiel gerade war ja so lala. Ja. Ich bin unglaublich gespannt, was hier passiert in diesem Spiel. Und ich hoffe, dass mein Wunsch in Erfüllung geht und wir sie wegdonnern. Jawoll! Dritte Spielminute, Robert Lewandowski! Zum ersten Mal die Torhymne nach 3 Minuten. Der erste Angriff, schön gespielt. Zum Glück war das hier kein Abseits, ich war mir nämlich nicht mehr ganz so sicher. Aber dann trotzdem richtig gut zu Ende gespielt. Und da haben wir es. Das frühe Tor. Oh, Lewandowski direkt mit der nächsten Chance. Aber da war die Position vom Schuss echt schlecht. Und auch aus dem Stand so, ja, das war nix. Ja, da haben wir's. Robert Lewandowski! 10. Spielminute, 2-0. Der Schrecken der Dortmunder, man kennt ihn. Ja, wir haben da genug Platz. Wir sind natürlich ambitioniert. Wir haben hier auch eine gute Startelf. Ich will jetzt nicht sagen, dass die von vorhin schlecht war, aber natürlich war das was ganz anderes. Oh, das war nicht ganz so geplant, aber auch das sah nicht schlecht aus. Wieder 5 Minuten später. Nächste Chance, wieder Robert Lewandowski.
Kopfball wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber dafür war die Flanke natürlich zu tief. Oh, situative Manndeckung jetzt schon bei Robert Lewandowski. Oh, Marvin jetzt seiner ersten Parade. Und Philipp Coutinho! 3-0! Yes! So wollte ich das sehen und genau so setzen wir das um. Das überrascht mich gerade ein bisschen. Aber das freut mich natürlich enorm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Schuss so gut kommt, aber Coutinho setzt hier gut nach. Und der Schuss kommt perfekt. Und er macht das 3-0 in der 27. Spielminute. Ja, wir zwingen sie zum langen Ball. Das ist unglaublich gut, wie wir das bisher machen. Robert Lewandowski! Der Chance ist nicht vorbei! Jetzt hat er ihn fest! Der Ball ist immer noch gekullert, der hatte ihn nicht fest, das war ja richtig verrückt. Oh, Marvin jetzt stand im richtigen Eck. Aber auch das wieder ein unglaublich schöner ausgespielter Spielzug, was auch immer. Haben wir gut gemacht und Hitz steht halt da in dem Eck. Sonst hätte Lewandowski den auf jeden Fall eingenetzt. Aber ins obere Eck konnte ich den nicht so schnell ziehen. Das war verrückt. Lewandowski! Hattrick für den Polen in der 41. Spielminute. 4-0! Jawohl! Ja, wie geil ist das denn? Schiri sagt, der Zweikampf ist fair. Auch Martinez wäre da schon echt zum guten Kopfball gekommen. Wird da leicht behindert. Aber Lewandowski steht hinten am langen Pfosten und schiebt an Marvin Hitz vorbei. Und Lewandowski, Coutinho! 5-0! Lecco mio, Alter, was ist hier denn los? In der Nachspielzeit, 45 plus 2. Marvin Hitz lässt unglücklich abprallen. Das war nicht gut gemacht. Und Coutinho schiebt ein. 5-0 zur Halbzeit, WTF. Das ist genau das, was ich wollte. Sie einfach gegen die Wand spielen. Und Dortmund hat gar keine Chance bisher. Also die können nicht mal richtig aufbauen. Die müssen hier lange Bälle spielen. Die kriegen richtig aufs Maul. Also sorry an alle Dortmund-Fans an der Stelle. Aber ja, ich feiere es. Es ist ja auch nur ein Spiel, aber ja, wie gesagt, ich feiere es. Fans mit schönen Fangesängen. Jetzt können wir es wie die Bayern in echt in der zweiten Hälfte locker runterspielen. Ja, hat er gut gemacht. Neuer hat ihn. Erster Schuss von Dortmund aufs Tor. Aus gut 20, 25 Metern. Oh, Thomas Müller. Marvin Hitz, er freut sich, dass er auch mal einen Ball hält. WTF, was war das denn, wie er sich da freut? Und Gnabry, nochmal Gnabry. 6-0. 82. Spielminute, da können wir nochmal ein bisschen umrühren. Sehr schön. Wahnsinn. Der erste Kopfball war schon enorm stark, enorm gut. Haben sie Glück, dass der nicht direkt reinspringt. Aber am zweiten, da prallt er dann zum Glück. Da haben wir dann Glück, dass er direkt zu Gnabry wieder prallt. Und der den dann einnetzt. Hat Pavard. Den hat Neuer nicht. Das ist nicht cool. Dachte, den hat er.
Steht ja sonst immer ewig weit draußen, der Typ. Und 6-1. Das war nicht schön. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Beides mal unnötiger Fehler. Aber so ist das. Ich hab das schon mal in PES erzählt, dass ich das oft habe. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber ich krieg oft nochmal ein Tor. Komplett unnötig. Der erste Schuss für Dortmund im gesamten Spiel gefühlt. Ja, das ist jetzt nicht schlimm. Das ist ein kleiner Schönheitsfehler. Neuer kriegt den Kopfball von Pavard nicht, den quasi Rückkopfball. Den hätte er eigentlich fangen müssen können. Und naja, das war auf jeden Fall schon mal scheiße. Beim Eckball habe ich schon gedrückt, dass er rauskommt. Sehr zögerlich rausgekommen. Witzel kommt zum Kopfballduell. Naja. Nichtsdestotrotz 68% Ballbesitz, 17 zu 2 Schüsse, 11 zu 2 aufs Tor, Millionen mal mehr Pässe. Also wir haben absolut dominiert. 6 zu 1 ist ein wahnsinnig krasses Ergebnis. Und ich bin mega zufrieden. Hoffenheim hat es auch nicht geschafft. Ich doll, die hab die Ergebnisse jetzt gleich wieder weggedrückt. Aber Frankfurt hat Hoffenheim überholt und damit haben wir 3 Punkte Abstand zu Frankfurt, die jetzt am Platz 2 sind. Tordifferenz haben wir einiges auch wieder gut gemacht. Sind jetzt die mit beste Defensive zusammen mit Hertha, WTF. Aber natürlich klar und deutlich die beste Offensive mit 27 Toren. Tordifferenz von 20. So krass im Vergleich zu Platz 2 ist Frankfurt tatsächlich mit 5. Also 15 Tore mehr in der Tordifferenz. Das ist so heftig. Ich würde mal sagen, dass das eine erfolgreiche Folge war. In der nächsten Folge spielen wir, wie ihr hier schon seht, gegen Freiburg und gegen Berlin. Ja, die beste Defensive haben, zusammen mit uns. Das wollen wir natürlich denen vermiesen, dass wir die beste Defensive haben. Nur wir. Ich hoffe, das gefällt euch. Falls ja, gerne mal eine Bewertung da lassen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.